passenderweise pünktlich zum World Fencing Day starten die 7. internationalen Berlin Open. In allen drei Waffengattungen messen sich hier rund 130 Sportler, um an zwei Wettkampftagen ihre Champions zu finden. Von allen die weiteste Anreise hatte wohl Julia Gasparin aus Curitiba. Die Säbelfechterin gehört seit 5 Jahren fest zum brasilianischen Nationalteam und will auch während ihres Berlin-Urlaubs nicht aufs Training verzichten. Mein Freund wohnt hier in Berlin. So, ich wollte besuchen für 3 Wochen und auch genau, ich sollte einen Verein suchen, wo ich konnte Säbelfechten so. Und dann die Fechten sagten, da, es gibt eine Meisterschaft hier in Berlin. So, ich dachte, warum nicht? Ich freue mich dann, hier zu sein. Ungewohnt ist für die 27-Jährige in der Vorrunde mit den Herren die Klinge zu kreuzen. Hier trifft Gasparin auch auf Andreas Barthelmes. Der Wahlberliner hat gleich seinen eigenen Fanclub mitgebracht. Dessen tatkräftige Unterstützung den BFC-Fechter erst ins Finale und schließlich zum 15:11 Turniersieg über Alexei Rudakov trägt. Das nach längerer Auszeit. Ich fechte seit 30 Jahren. Ich habe lange Pause gemacht und habe das jetzt irgendwie wieder Lust gekriegt. Und ja, dann so einzusteigen ist natürlich ganz gut. Highlight des ersten Wettkampftages ist der mit 39 Startern bestbesuchte Wettbewerb im Herrendegen. Hier setzten sich in einem hochkarätigen Starterfeld am Ende Felix Eichler vom OSC Potsdam und Lokalmatador Michael Behren vom Fechtzentrum Berlin durch. Mit dem besseren Ende für den Potsdamer. 15:13 heißt es nach einem packenden Gefecht. Super attraktives Turnier zum Anfang der Saison. Also man kann sich wirklich noch mal so ein bisschen einstimmen auf das, was da kommt. Ne? Die großen Turniere, um einfach noch mal zu sehen, wo steht man nach der Sommerpause. Man hat gute Gegner hier, deswegen macht es immer sehr, sehr viel Spaß herzukommen. Man hat 2 super knackige Runden, dann ein knallhartes K.O. Für jeden, der hier mal fechten will, der sich ausprobieren will, ein Muss eigentlich. Berlin Open kommt vorbei. Komplett machen die Einzelwettbewerbe des ersten Tages die Florett Damen. Im Finale eine rein Berliner Angelegenheit. Fechttechnisch trennt Stefanie Reese und Carlotta Morandi vom SCB nicht viel. Im Leben immerhin 37 Jahre Altersunterschied. Und der macht dann am Ende eines langen Wettkampftages vielleicht den Unterschied. Mit 15:3 entscheidet Morandi das Finale überraschend deutlich für sich. Sie ist eine sehr gute und schnelle Gegnerin. Dass das Finale so eindeutig ausgeht, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich freue mich. Und Julia Gasparin siegt ähnlich souverän und darf sich nun auch Berliner Meisterin nennen. Der zweite Wettkampftag bringt weitere Entscheidungen. Im Damen-Degen stellt der FC Leipzig 1/3 des Starterfeldes und den oberen Teil der Setzliste. Das macht sich auch im Wettbewerb bemerkbar. Das Finale, eine rein Leipziger Veranstaltung. Mit 15:12 besiegt Babette Wolters hier Clubkameradin Serafina Ackermann. Nach durchwachsener Vorrunde nicht unbedingt zu erwarten. Im Nachgang hat sich das Ganze im Direktausscheid aber gesteigert und ich habe einfach in jedem Gefecht mehr Sicherheit bekommen. Hatte mir mindestens den 3. Platz vorgenommen und habe heute seit langem mal wieder ein Turnier gewonnen und bin sehr glücklich. Den krönenden Abschluss der 7. Berlin Open bildet der Florett-Wettbewerb der Herren. Hier wollen vor allem die jungen Berliner Stützpunktfechter vom SCB zeigen, was sie können. Noch bis Ende des Jahres ist Berlin Bundesstützpunkt für den Nachwuchs und das soll sich auch im Ergebnis widerspiegeln. Etwas dagegen hat aber Vorjahressieger Leo Pichler vom OSC Potsdam. Der 20-jährige C-Kader-Athlet bekommt es im Finale mit dem 2 Jahre jüngeren Joey Köhler vom SC Berlin zu tun und muss sich mächtig anstrengen. Am Anfang dachte ich mir gegen Joey, ist ja nicht so, da hat er ein paar viele Treffer gefressen miteinander. Und da dachte ich mir, wird leicht, aber dann hat er sich nochmal gefangen, sich umgestellt und dann hatte ich echt Probleme am Ende und hat man ja am Ergebnis gesehen, 13:12 nach Verlängerung. Hat Spaß gemacht, das Gefecht auf jeden Fall, hat er gut Gegenwehr geleistet. Die platzierten Degenfechter bekommen übrigens das Startgeld für den Weißen Bär im kommenden Februar erlassen. Dem einzigen Berliner Fechtturnier, das noch größer ist als die internationalen Berlin Open.